es doch hier einigermaßen schnell geht mit denen hier. Aber ich krieg nicht immer XP. Es ist irgendwie ein bisschen random. So. Einer fehlt mir noch. Komm. Jawohl. So, jetzt erstmal ein bisschen weggehen von denen. Okay. Dann. Ja, dann muss ich hier auch mal ein bisschen aufleveln, weil das ist dann für die Magie ist das dann schon wichtig. Okay. Und natürlich fürs Rennen, wenn ich davon rennen will, weil ich umzingelt bin. So, hier ist das zerstörte Schiff. Da hinten ist der Fischer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, diese Dungeons, ob die mit den Quests zusammenhängen oder ob man die einfach so machen kann. Da bin ich noch überfragt. Aber ich glaube, mit Level 10 kann ich dann schon so einen Dungeon machen. So. Das Lustige ist ja, der hat ja gemeint, ja, er will jetzt nicht zurück in seine Stadt, um was zu essen zu kaufen. Hol du mir doch mal was. Und ich bin ja jetzt aber schon tagelang unterwegs. Eigentlich müsste der hier schon längst verhungert sein. Ach ja, ich muss wahrscheinlich mein Inventar wieder ein bisschen leeren. Falls der mir was gibt. Ich tue mal diese Sachen hier weg. Erp. Level 10. Ja, das kann ich ja auch mal wegtun. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ah, welcome back. Have you got the food and drink? Great. Here's your helmet. Have fun with that. Okay, das war's. If you want the helmet, bring it. Huh? Ja. Okay, da sagt er das einfach nochmal. So. Erp. Hier ist jetzt also der Breathing Helmet. Und der hat aber nicht so gute Abwehr. So. Okay. Dann wieder zurück. Ich gehe mal oder schwimme mal möglichst gerade wieder zur Küste, weil das so lange dauert. Ja, aber man merkt schon deutlich die Unterschiede von den verschiedenen Levelstufen.
Also die haben jetzt doch ein bisschen Schaden gemacht. Und deswegen, ja, also gegen hier Level 17 oder Level 19 Zombies zu kämpfen, das wäre wirklich glatter Selbstmord. So. Dann wieder zu Umango. Sagst du auch was? Irp. Ach, jetzt redet er gar nicht mehr mit mir. Nö. Ich habe einfach nur meinen Helm auf und kann jetzt da runter. Atmung 3. Naja, ewig kann ich auch nicht damit atmen. So. Okay. Erp. Aber wohin? Jetzt sehe ich gerade gar nichts. Wo kam ich eigentlich her? Boah, wahrscheinlich sterbe ich jetzt doch hier unten. Kam ich hier raus? Nee. Boah, ich weiß doch nicht wohin. Hier geht's irgendwie nach oben. Aber irgendwie auch nicht weiter. Okay, ich werde, glaube ich, sterben. Ich sehe wirklich gar nichts, ey. Boah. Guten Tag. Weißt du, wo es lang geht? Okay, der scheint sich irgendwie auszukennen. Aber offenbar kriege ich trotzdem keinen Schaden. Boah, ich muss das echt mal... Weil ich sehe so wenig. Okay, Helligkeit hell. Ja, aber viel anders kann ich jetzt hier nichts machen. Welche Beleuchtung ist aus? Geht's hier auch nicht wieder hoch? Also ich sehe irgendwie nur schwarz. Jetzt bin ich irgendwie wieder... Ah, jetzt bin ich wieder oben. Okay, jetzt bin ich einfach wieder zurückgelaufen. Das ist ja furchtbar. Okay, aber ich kann immerhin nicht sterben. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Wie komme ich denn darüber? Das Ding ist, ich weiß auch gar nicht mehr, wo es zurückgeht. Und da ich nicht sterben kann, komme ich hier eigentlich überhaupt nicht mehr raus. Boy. Ich versuche immer irgendwie zu gucken, wo es noch ein bisschen Licht ist. Aber jetzt, ich glaube, ich gehe dann immer wieder nur im Kreis.
Da geht's nicht weiter. Da ist Sand über mir. Nee, also ich mache hier einen Cut, weil man sieht ja auch gar nichts im Video und guck mich offscreen ein bisschen um. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Also bis gleich. Okay, jetzt habe ich wirklich, keine Ahnung, 10 Minuten gebraucht, um durch dieses Labyrinth zu kommen. Man sieht fast nichts. Man kann sich nur so langsam vorantasten. Und jetzt bin ich hier in dieser Höhle angelangt. Aber was bringt mir das jetzt? Vielleicht habe ich zu viele Sachen im Inventar. Ich tue das hier mal raus. Oder ist das noch nicht das letztendliche Ziel? Ja, das hier ist irgendwie eine Karte. Ach, ist das hier dann eine Schatzkarte? Ist das jetzt mein Aufenthaltsort? Oder ist hier dann irgendwie der Schatz versteckt? Weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Das hier ist auf jeden Fall das Schiff. Und sonst ist hier aber nichts. Also nicht, ob es hier noch irgendwo weitergeht. Aber sieht mir irgendwie nicht so aus. Naja, ich versuche mich jetzt wieder zurückzuarbeiten. Aber es müsste sich ja dann irgendwie hier wieder was getan haben. Talk back to Omango about the treasure you found. Aha. Also irgendwas habe ich gefunden. Okay. Ich gehe mal wieder zurück zu Omango. Falls ich das hinkriege. Weil es wirklich nicht so einfach ist. Ich glaube hier oben lang. Ah ja, und dann immer hier unter diesen Balken durch. Na? Komme ich hier irgendwo durch? Oh. Jetzt bin ich irgendwie weitergekommen. So. Okay, und jetzt wieder hier entlang. Dann hier unten durch. Und hier rüber. Und jetzt bin ich wieder hier. Okay. Jetzt einfach nur geradeaus. Und da vorne müsste der Ausgang sein. Genau hier. So. Dann hätte ich das doch geschafft. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen Platz schaffen. Guck mal, ob es mit einem geht. Nee, der will mir also zwei Sachen geben. Ah, ich weiß nicht, was ich mit dem hier machen könnte. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den auch behalten kann, aber der wird mir wahrscheinlich auch nichts mehr nützen in Zukunft. Ich tue mal irgendwie hier so einen Trank weg. Da habe ich ja genügend. You got it, you found the treasure. Ja, und das war's. 1500 Experience Points. Ja, und den Breathing Helmet, den durfte ich behalten. Okay, was habe ich denn jetzt bekommen? Treasure Boots. Wo sind denn die Treasure Boots hier? Okay, aber das sind die, die ich habe, ja schon besser. Naja, wahrscheinlich, weil ich irgendwie schon vom Level her zu hoch bin oder so, keine Ahnung. Ja, die nützen mir nichts, die werde ich dann wahrscheinlich verkaufen. Okay, dann wäre diese Quest endlich absolviert. Und ich gucke jetzt mal nach. Talk to Hattat in Niflas Forest. Okay. Da brauche ich ja nur, oder hätte ich nur Level. Ja, und hier finished. Okay, jetzt zeigt er mir die ganzen an, die ich schon. Wow, Level 55. Okay, aber der ordnet die dann schon so, hoffe ich mal, einigermaßen richtig. Weil das hier hätte ich wahrscheinlich vorher machen müssen. Naja, das mache ich dann als nächstes in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ja. Und wie gesagt, mit den Dungeons, das muss ich auch noch mal herausfinden. Weil ich glaube nicht, dass man hier in Dungeons gehen muss. Naja, ich werde es herausfinden. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.